Servus und herzlich willkommen hier bei Mars 90 und vielen Dank fürs Einschalten. Der Mage Tower ist nun jetzt eine Woche draußen und es wird mal Zeit, glaube ich, ein bisschen Recap zu gehen, ein bisschen darüber mal zu reden, was so die letzte Woche passiert ist mit den Nerfs, mit den Für und mit dem Wider. Man sieht anhand der YouTube-Kommentare bei mir zum Beispiel, aber auch sehr viel in den US-Foren, in den deutschen Foren, auf Twitter, egal wo, der Mage Tower ist ein heftig diskutiertes Thema. Es hat sogar schon den neuen Community Council erreicht, der ja jetzt gerade eben erst gegründet wurde und gerade seine Pforten geöffnet hat und auch die beschäftigen sich mit dem Mage Tower. Erstmal vorab. Der Mage Tower ist ein Feature, was damals in Legion rauskam, Legion rauskam und eine ziemlich coole Herausforderung war, aber auf anders getuned war als heute, wie er heute gekommen ist. Damals hatte man gewisse legendäre Gegenstände, andere, ne, eine Artefaktwaffe mit anderen Attacken und darauf war es zugeschnitten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es für den Designer oder das Team rund um den Mage Tower eine ziemlich schwierige Aufgabe war, den Mage Tower an die heutigen Verhältnisse anzupassen. Man kann heutzutage ja nichts nutzen, keine Legis, keine Paktfähigkeiten, eigentlich nichts. Ein paar Trinkets gab es, die richtig gut waren, dann gab es ein paar Verzauberungen, die richtig gut waren, das wurde aber meistens alles schon rausgefixt und ist nicht mehr so ganz stark. Und wahrscheinlich wurde das gemacht, um es natürlich zukunftsfähig zu halten. Jetzt kommt natürlich die eine Seite und sagt, der Mage Tower momentan ist eine sehr schwere Herausforderung und eigentlich gar nicht schaffbar und das Balancing ist total Schrott und im Eimer und viele cheaten. Andere sagen, das ist super geil und die Challenge ist halt einfach sehr spannend und mitreißend. Und dazu möchte ich jetzt einfach auch mal ein bisschen, glaube ich, mal ein bisschen zusammenfassen. Für mich, für meine Meinung, ich werde definitiv nicht alle 36 Specs schaffen. Ich weiß nicht mal, ob ich das Mount schaffen werde, also die sieben Herausforderungen zu schaffen. Und ich weiß nicht generell, mit wie viel Chars ich es schaffen werde. Ich habe jetzt erst ein, zwei Tage daran gemacht. Bin mit meinem Magier rein. Da habe ich damals in Legion, habe ich mit dem Magier, mit dem Demon Hunter, mit dem Priester es hinbekommen. War auch eine gute Herausforderung, möchte ich sagen. Ich war noch ein bisschen anders. Ich war noch ein bisschen aktiver Raider. Konnte ein bisschen besser spielen als heute, glaube ich. Heute bin ich ein bisschen mehr Casual unterwegs. Und ich finde ihn dennoch gut. Also selbst wenn ich jetzt mit meinem Magier da reingehe und 200 Tries habe, sage ich nicht, scheiß Feature ist viel zu hart. Dann gestehe ich mir ein, dass ich nicht so spielen kann, wie es die Herausforderung verlangt. Und es ebenso wie ein Mythic Raid nichts für mich ist. Oder aber ich mich nicht zu den PvP-Gladys gesellen kann, weil ich einfach nicht so gut bin. Oder nicht zu den besten 0,5% der Mythic Plus-Spieler gehöre und mir den Titel da abstauben kann, weil es halt einfach nicht meine Liga ist. Und dazu zähle ich dann auch den Mage Tower rein. Denn ich bin ohne Neid und wünsche den Leuten, und man weiß halt einfach auch um zu sagen, von wegen, ja, aber es schafft doch keiner, das stimmt nicht. Es gibt jetzt schon mindestens, also jetzt während der Aufnahme haben wir 11 bestätigte Spieler, die alle 36 Specs geschafft haben. Also man muss schon mal vorweg sagen, alle 36 Specs sind da schon durch, definitiv safe. Da kann man jetzt sagen, gut, aber die haben es geschafft mit diesem Trink-Abusing und mit diesem Extra-Gear und den AVZ. Ja und nein. Es gibt natürlich welche, die es damit geschafft haben. Ja, aber es gibt auch welche, die es nicht damit geschafft haben, die es mit ganz normalem Gear gemacht haben. Es gibt sogar Leute, die haben gewisse Challenges ohne Trommeln, Flask, Food und irgendetwas geschafft und sind da rein und haben es halt hingekriegt. Deswegen können wir schon mal ganz klar vorweglassen, Balancing ist Schrott und es ist unmöglich, gibt's nicht. Das ist falsch. Es ist schaffbar, definitiv. Es gibt auch schon hunderte Leute mit dem Mount. Auch jetzt immer wieder kommt täglich neue dazu, wo schon viele Sachen rausgefixt wurden und gepatcht wurden und gemacht wurden. Und trotzdem schaffen es noch Leute. Also, es ist definitiv machbar. Warum ich den Mage Tower so geil finde? Erstens, als Zuschauer finde ich ihn sehr cool. Ich habe in der letzten Woche quasi
schon lange nicht mehr so viel Twitch konsumiert wie in der Zeit davor. Ich finde es unglaublich spannend, den anderen Spielern, ob es jetzt ein Valaveron ist, ob es ein Gingy ist, ob es, egal wer es ist, Sepsen, und bei manchen tut es mir dann auch manchmal leid beim Zuschauen, aber es ist ultra spannend, guter Content. Natürlich gehen so ein Gingy geht da anders ran, ein bisschen progress-orientierter, ist voll ausgerüstet. Und dann gehen da andere ran, die nutzen keine Flask und so. Und das ist, dieses Mitfiebern da ist wirklich sehr cool und für mich momentan fast spannender als ein World-First-Rennen oder The Great Push. Also ich hätte mir tatsächlich sogar von Blizzard-Seiten gewünscht, dass die anstatt für The Great Push irgendwie noch ein bisschen hinten rausziehen und ein eigenes, eigene Caster organisieren für eine Mage Tower, weil ich fand es, oder es ist immer noch ein extrem spannender Content, gerade eben für mich auf Twitch zu konsumieren und zu gucken, wie andere es machen, auch ein bisschen wie sie verzweifeln, wenn ich da an Sepsen denke, Shoutout geht raus, es war super cooler Dude, aber ich glaube, der ganze Chat leidet halt einfach extremst mit ihm, wie er mit seinem Wächterdruiden dadurch struggelt und ich wünsche es ihm vom Herzen, dass er es noch schafft. Und ich finde es cool, diese Challenge. Also vom Zusehen, von diesem Faktor her, ist der Mage Tower für mich ein extremer Erfolg. Die andere Seite ist, ich versuche es natürlich auch selber. Ich konnte leider erst ein bisschen später anfangen, weil ich krank war und habe jetzt mit meinem Mage ein bisschen reingestruggelt. Und ich finde es cool. Und ich muss sagen, selbst wenn ich es nicht schaffe, werde ich es immer mal wieder versuchen und gucken, an welche Grenze ich mich denn wagen kann. Wo komme ich für mich hin? Wo kann ich mich verbessern? Wie kann ich meinen Playstyle verbessern? Was ich zum Beispiel schon ganz, ganz lange nicht mehr gemacht habe mit meinem Frostmage, ist mit meinem Elementar zu spielen und das Elementar richtig zu moven und richtig einzusetzen. Also an jeden angehenden Frostmage, der mit seinem Pet spielen möchte, ist eine Bombenherausforderung für euch, um mit dem Pet klarzukommen. Oder ein bisschen mehr darauf zu achten. Ein bisschen mehr overall Gefühl zu bekommen, was natürlich auch dann in dem Plus und sowas helfen kann. Selbst wenn ihr den Mage Tower damit nicht schafft, trainiert ihr euch oder könnt ihr euch an der Challenge sehr gut trainieren. Und da habe ich meinen Spaß dran, da habe ich wirklich sehr viel Spaß dran. Und wenn ich das Mount nicht bekomme, alles klar, dann ist das Mount halt nicht für mich. Es ist in Ordnung. Das Einzige, was ich tatsächlich an dem Mage Tower kritisieren kann, so ein bisschen, das ist aber wirklich für mich Kritik auf hohem Niveau, ist der zeitliche Druck. Sie haben jetzt den Mage Tower schon verlängert, sodass der 4 Wochen aktiv ist. Und auch selbst da muss ich sagen, na, danach dann 18 Wochen nicht rein zu können, da kommt man völlig raus. Für manche Leute ist es mit Sicherheit ganz gut, 18 Wochen Abstand zu bekommen, um nicht irgendwelche Tastaturen zu zerstören. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, diese Druckkomponente rauszunehmen, den Schwierigkeitsgrad definitiv so zu lassen, aber den Mage Tower dauerhaft aktiv zu halten, sodass man immer mal wieder ein bisschen reintryen kann, wenn man sich einfach dafür wohlfühlt und sagt, na, heute packe ich's aber. Das ist so meine Kritik, die ich an dem Mage Tower habe. Was ich aber extremst merke und sehe in der letzten Woche, ist dieses extreme Missgunst und Neid und diese eigene Frustrationsschwelle, die anscheinend bei manchen ziemlich tief ist, was ich nicht verstehen kann. Auch hier in den YouTube-Kommentaren bei mir. Ich möchte jetzt niemanden beleidigen oder sowas oder an die Wand stellen, an den Pranger stellen, auf gar keinen Fall. Aber es gibt viele, die sagen, der muss genervt werden, der Mage Tower, weil ich will das Mount. Dann müsste man aber in der Theorie auch ein Gladi-Mount nerven. Ich meine, gut, jetzt sagen andere, das kann man nicht durch den Cell kaufen oder so, alles klar. Dann müsste man den Titel nerven für die 0,5 besten M-Plus-Spieler, für die Halls of Fame, für die Mythic Raider. Das müsste man auch alles nerven. Das ist auch alles Content, wo ein Otto-Normal-Spieler nicht hinkommt. Und was halt da noch ausschlaggebend ist beim Mage Tower, ihr könnt es auch in 2 Jahren noch schaffen. Wenn ihr vielleicht ein bisschen besser seid, wenn ihr euch mehr darauf eingespielt habt oder mal einen guten Run hattet, einen guten Tag habt oder sowas, ihr könnt es immer noch schaffen. Was bei anderen Sachen, zum Beispiel der Gladi oder M-Plus Season oder Mythic Raid oder sowas, nicht funktioniert. Von da an finde ich diesen Ruf nach bitte nerft, damit ich das Mount bekomme, eher suboptimal, nicht gut und
sollte nicht so sein. Wenn ihr das Mount nicht bekommt, weil ihr halt von eurem Skill vielleicht eher so wie ich Richtung Casual seid und es nicht schafft, dann sollte man sich vielleicht eingestehen, ja, ich bin halt im Bereich Casual unterwegs und das Mount ist halt nichts für mich. Das kann ja durchaus sein. Es ist ja überhaupt nicht verwerflich. Es ist ja nichts Schlimmes. Und anderen Leuten halt hinterher zu werfen, der hat aber das Mount oder so, das ist halt Neid und Missgunst, was ich generell ja in der Gesellschaft eher verteufle und nicht so feier und nicht cool finde. Und man sich doch eher freuen sollte für denjenigen, ey, cool, du hast das Mount, geil, du hast gut gespielt, hast vielleicht einen guten Lauf gehabt, hast vielleicht die Trinkets benutzt, ja, dann ist es so. Aber ich finde, der Mage Tower ist eine Challenge für sich selbst. Das ist, man geht alleine rein und selbst wenn es irgendeiner durch irgendeinen Schmuck-Cheat oder sowas gemacht hat, dann ist es seine Sache. Ihr hättet das genauso machen können. Es war Wochen vorher eigentlich bekannt, welches Gear gut sein wird. Gerade mit Sockelplätzen und so weiter. Das war alles bekannt. Man hätte es machen können. Aber man sollte doch einfach an sich selbst denken. Warum geht man da rein? Ich gehe da rein, um mich zu challengen. Wenn ich das Mount kriege, kriege ich das Mount. Will ich alles daran setzen, das Mount zu kriegen, dann hätte ich am ersten Tag auch wirklich alles daran setzen müssen, das Mount zu bekommen. Bekomme ich es nicht, dann ist es halt so. Ansonsten sollte man doch einfach es wirklich als das sehen, was es ist. Ein Bereich, der halt auch mal für etwas bessere Spieler oder vielleicht relativ gute Spieler ist und denen das gönnen. Denn wir haben World of Warcraft, und das sage ich immer wieder in meinen Videos, World of Warcraft hat eine Playerbase, die so vielfältig ist, wie kaum ein anderes Spiel eine Playerbase hat, möchte ich behaupten. Wir haben hier ja wirklich alles. Raider, M-Plus-Spieler, PvP-Spieler, Erfolgesammler, Mount-Sammler, Twinker, Lore-Spieler, RP-Spieler, wir haben hier wirklich alles. Und World of Warcraft schafft es eigentlich mit unzähligen Features, sehr vielen Sachen, immer irgendwo etwas für all diese Spieler zu bringen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Und jetzt haben sie halt mal wieder etwas gebracht, was halt für die Spieler ist, die ja ein bisschen besser sind. Why not? Sie bringen dann ja auch wieder Sachen für andere Leute oder für Leute, wo es für jeden erreichbarer ist. Von da an, lasst uns doch einfach ein bisschen den Neid und Missgunst rausschmeißen, so weg. Und freuen für die Leute und anstacheln, ne, geht halt in die Twitch, wenn ihr Twitch-Zuschauer seid, geht da rein und anstatt rumzubölken von wegen scheiß Mage-Tower und das gehört genervt, einfach macht denjenigen anzufeuern und zu sagen, du schaffst das, Mann, cool, dein Try sah geil aus, ey, da könntest du vielleicht noch ein bisschen Verbesserung und dann schaffst du das schon. Und vielleicht schafft ihr es dann auch, einfach weil ihr euch mehr positiver mit dieser Sache auseinandersetzt. Und genießt einfach, dass wir solche Features haben dürfen und stellt jetzt nicht, also bitte, das ist wirklich eine Bitte von mir, stellt jetzt nicht bitte wieder dieses gute Team hinter dem Mage Tower, was natürlich, klar, ein paar Fehler waren da, Schmuckstücke haben funktioniert oder sowas, waren ein paar Fehler da, aber kein Mensch ist perfekt, kein Spielehersteller ist perfekt, aber sie haben ein so geiles Feature geschaffen, was wirklich gut ist, was nicht nach dem ersten Tag schon wieder langweilig ist, wo ja alle Spiele immer nach schreien, so, ja, ich habe da am zweiten Tag nichts mehr zu tun. Jetzt haben wir einen Content, den wir tatsächlich vielleicht manche weniger, manche mehr benutzen können. Nutzt diesen, habt Spaß daran und verteufelt Blizzard nicht dafür, dass sie genau das gemacht haben, was alle wollten. Das wäre einfach von mir eine Bitte. Genießt diesen Challenge-Mode, zerreißt auch mal gerne eure Tastatur, ich habe sie auch schon einmal weggeworfen. Und dann macht's weiter oder macht's nicht. Habt ihr keinen Spaß daran, dann lasst es sein. World of Warcraft bietet genug anderes. Und ich hoffe, wir können uns hier unter dem Video positiv oder relativ positiv, gerne mit Kritik, gar keine Frage, aber auf einem guten Niveau über dieses Feature unterhalten. Ich freue mich auf den Mage Tower und ich freue mich, wahrscheinlich noch in 2 Jahren dem Mount hinterher zu rennen. Ich wünsche euch da draußen allen viel Glück dabei, eure Challenges für das Mockset, fürs Mount oder für die Heldentat. Ich wünsche euch alles Glück der Welt, dass ihr es schafft. Sepsen hier nochmal wirklich, weil er einfach extrem auffällt, weil ich ihn sehr gerne schaue. An dieser Stelle nochmal verdammt viel Glück wünsche ich dir, dass du es packst. Und habt Spaß. Es ist ein geiles Feature. Nutzt es als geiles Feature. Und wenn nicht, dann nutzt es halt nicht. Stay positive. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen, wenn ihr vielleicht ein bisschen Hass dagegen hattet, ein bisschen euch im Kopf über diese Worte Gedanken machen.
und vielleicht doch noch das Feature feiern, als ein gutes Feature, was es wirklich ist und als das auch, was gefordert wurde, ist. Und Daumen nach oben lassen, Abo da lassen, ihr kennt die Chose. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Servus und Ade.